Frau Präsidentin, werte Kollegen, der Antrag der CDU-CSU offenbart erstmals, dass offensichtlich das Postulat der Verfassung zu gleichwertigen Lebensverhältnissen auf dem Gebiet der Bundesrepublik nicht erreicht wurde. Eine späte Erkenntnis für eine Partei, die viele Jahrzehnte in der Regierung das Geschick Deutschlands zu verantworten hatte. Das beste Beispiel ist die Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse der 19. Legislaturperiode. Wenn man sieht, wie die neuen Bundesländer vor den Landtagswahlen dort wegen der Stilllegung der Braunkohlebergbaus entschädigt wurden, es sei ihnen gegönnt, bekommt man in NRW und im Saarland, meinem Bundesland, feuchte Augen, wenn man das mit der Einstellung des Steinkohlebergbaus vergleicht. Aber in Bezug auf die Politik der Merkel-Amtszeit und der jetzigen Ampelkoalition sollen Sie den Beirat vielleicht umbenennen in gleichwertig schlechte Lebensverhältnisse oder gleich im Beirat für Mangelverwaltung. Denn Gelder, um die Lebensverhältnisse nach oben anzugleichen, werden auf absehbare Zeit nicht vorhanden sein. Die dümmste Energiepolitik der Welt, so titulierte das Wall Street Journal vor nicht allzu langer Zeit, die dümmste Energiepolitik der Welt sowie die unsinnige Lockdown-Politik reißt dieses Land in eine Abwärtsspirale und sorgt in weiten Bereichen für eine Verelendung in der Bevölkerung und für Firmenpleiten. Allein die Krise in der Ukraine zeigt, wie sehr dieses Land von fremden Mächten abhängig geworden ist. Böses Erwachen im Nimmerland Deutschland, in dem man glaubt, man muss nur fest wollen, dann wird es schon. Ein guter Ansatz wäre unter Punkt 4 des Antrages die parlamentarische Begleitung der europäischen Rechtsetzung im Hinblick auf die Zielsetzung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Wenn damit gemeint ist, dass erst deutsche Steuergelder ins Ausland transferiert werden, wenn es jeder Region in Deutschland besser geht als den Zahlungsempfängern, dann wäre dies zu begrüßen. Ein kleines Beispiel aus dem Saarland, in dem gerade nicht nur die Auto- und die Stahlindustrie aufgrund der Energiepolitik an die Wand gefahren wird. Kroatien, es sei ihnen gegönnt, hat eine 2,4 Kilometer Brücke in der dalmatischen Küste bauen lassen zwischen Split und Dubrovnik, um eine Fahrt von 10 Kilometer durch Bosnien-Herzegowina zu vermeiden. An sich schon fragwürdig. Finanziert hat dieses Projekt zu 85% die EU, also mit etwa 300 Millionen Euro. Wer hat diese Brücke gebaut? Sie können es fast erraten, ein chinesischer Staatskonzern. Und somit wandern die 300 Millionen Steuergelder von der EU direkt in die chinesische Staatskasse. Warum? Weil ihre EU-Fachleute unfähig sind, vernünftige Vergabeordnungen zu schreiben. Der Krümmungswinkel von Bananen und Gurken ist auch wichtiger. Umgekehrt lassen die Chinesen natürlich keine internationalen Bieter bei deren Ausschreibung zu, wovon deutsche Unternehmen profitieren können. Für das Saarland bedeutet der Fall Folgendes. Erstens, der saarländische Steuerzahler zahlt den chinesischen Brückenbau mit. Zweitens, dem Saarland ist es versagt, seinen qualitativ höchstwertigen Stahl zu liefern. Drittens, die Saarländer subventionieren mit ihren Steuerzahlungen auch noch den dreckigen, minderwertigen Stahl aus China in Europa. Wenn der Beirat helfen würde, einen solchen Schwachsinn zu verhindern, dann könnten wir zustimmen. Leider sehen wir hier schwarz, denn denken Sie an den Länderfinanzausgleich. Der Länderfinanzausgleich hat den Bayern in den Anfangsjahren der Bundesrepublik von den Zahlungen der anderen Bundesländer sehr profitiert. Und dann später mit Baden-Württemberg gehen die Zahlungsverpflichtungen an andere Bundesländer zu klagen. Verantwortlich übrigens die Politiker der Parteien, die uns unisono immer erklären, dass ein Finanzausgleich in der EU zulasten des Steuerzahlers eine wunderbare Sache sei. Vielen Dank und Glück auf. Das Wort hat die Kollegin Caroline Otte für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.